Wollte ich mit euch gerne meinen Gewinn von der lieben Angela vom Kanal Kreativ Geschenkt auspacken. Da habe ich nämlich gewonnen. Ja, einen gefüllten Loaded Envelope. Und das Päckchen ist am Samstag angekommen. So, dann machen wir mal auf. Also ich habe es ja schon mal aufgemacht. Und da ist es. Da ist einmal hier diese Karte und da gucke ich immer noch mal drauf. Das kann ich, denke ich, vorlesen. Liebe Jasmin, viel Spaß mit dem Loaded Bag. Ich hoffe, dass du was mit dem Inhalt anfangen kannst. Ganz liebe Grüße, Angela. Ja, ich denke mal bestimmt. So, also das war natürlich hier noch eingeschlagen, ne? Und da hat sie so viel schönes Konfetti reingepackt. So sieht das aus. Hier mit diesen Schmetterlingen ist richtig toll. Das werde ich mir dann auch noch aussortieren. Und dann machen wir den mal auf. Das hat sie dann auch noch schön in so eine Folie eingepackt. Und da kann man ja schon mal was erkennen. Ich bin schon ganz neugierig. Jetzt habe ich so lange warten müssen. Weil ich es natürlich mit euch zusammen auspacken wollte. Upsala. Macht jetzt gerade ein bisschen viel Krach, sorry. Hoppala. Was ist da? Oh. Da geht's auf, aber das ist ja nicht schlimm. Das kann ich ja mir wieder festkleben. So. Dann fangen wir doch erstmal hiermit an, weil das ja schon rausgefallen ist. Da sind solche selbstklebenden goldenen Federn drin. Das kann man ja immer gebrauchen. Ja, das ist schon mal sehr schön. Und dann hat sie hier eine Karte. Ich mache das auch mal auf. Ich hole sie raus, dann kann man es besser erkennen. Total süß. Hier mit einem Einhorn. Ja, sehr, sehr schön. Eine kleine Karte. Kann man auch immer gebrauchen. Sehr schön. Und dann hier, das finde ich ja absolut genial, das Teil. Schaut euch das mal an. Ist das nicht schön? Das muss mal gucken, dass, ob das hier auch festgemacht werden muss, damit es nicht runterfällt. Das ist doch der Hammer, oder? Sehr cool. Ja, sehr cool. Und dann auch noch meine Farben. Ne? Ihr wisst ja, rosa ist ja so meins. Ne? Das ist, ja, was ist das von diesen, vom Action? Diese Hüllen von dem, na, wie heißt das? Formtape. Sind das vielleicht diese Hüllen? Also ich finde es ja echt cool. Und hier mit der Spitze drumherum richtig schön. Ja, sehr, sehr schön. Gefällt mir schon mal richtig gut. So, und dann hat sie hier das Loaded Bag. Ein Riesenteil. Das ist natürlich auch eine rosa. Absolut meins. Da hat sie hier ganz viele Blümchen hingemacht. Und hier so ein Metallschmetterling. Ein Blatt, also richtig toll. Und hier das Schwanenpaar, auch hier Blümchen. Oh, und da ist noch sowas drin. Diese Briefumschlägchen, diese kleinen, die selbstklebenden. Mit Pailletten drauf, sehr cool. So. Ah, und hier sind noch zwei. Das ist gut. Das kann man nämlich auch echt gut gebrauchen. Sowas, sehr schön. Sowas habe ich nämlich überhaupt noch nicht. Cool. Eieiei, der ist aber auch wirklich prall gefüllt. Oh, was ist da los? Ich halte das mal fest. Dann haben wir hier einen Schlüsselanhänger.
Der sieht so aus, finde ich auch total witzig. Und da ist noch, ich mache das jetzt mal ab. Das möchte ich doch mir jetzt genau angucken. Upsala. Also, so sieht der Schlüsselanhänger aus. Wirklich putzig. Und da, was ist denn da noch Schönes drin? Oh, da ist auch noch mal ein Schlüsselanhänger drin. So Gebamsel. Oh Gott, das ist aber auch süß. Schaut euch das mal an. Hier mit der Minimaus. Richtig süß. Supi. Das freut mich. Sehr, sehr cool. Dann hat sie hier so eine Büroklammer in Herzform. Die ist mit dabei. Und dann drehe ich das jetzt mal rum. Da hat sie dann hier noch so einen Briefumschlag dran gemacht. Hier unten ist ihr Stempelchen mit Liebe Hand gemacht von Angela. Ja, hier ist dann eine Schoki, eine Einhorn-Schoki. Und dann sind hier so Holzteilchen in Glasform. Und da ist auch sogar noch was drin. Ich will das nicht abmachen, das gefällt mir so gut. Oh, was ist da noch alles drin? Okay. Also, da ist noch einmal Isana Hydro Booster drin. Das ist eine Feuchtigkeitscreme wahrscheinlich. Ne, eine Maske steht ja da drauf, ne? Das kann man ja auch mal gebrauchen, ne? Gerade jetzt in meinem Alter. Oh, und dann hier, schaut mal. Da sind Stanzen drin aus dem Action. Da hat sie hier so Stanzen eingepackt mit einem Tüllband drumherum. Sehr süß. Ja, sehr schön. Und was haben wir hier noch? Ah ja, das ist natürlich auch mal was, was man gebrauchen kann. Da haben wir hier so selbstklebende Pailletten in Grün und in so einem schönen Lachs. Also die gefallen mir richtig, richtig gut. Sehr, sehr gut gefallen mir die. Finde ich total cool. Und dann haben wir hier noch Halbperlen und die können wir ja auch mal alle gebrauchen. Ne? Also das ist ja sowas, was immer geht. Ja, sehr, sehr cool. Hoppala. Das packe ich aber gleich wieder ein, damit es mir nicht verloren geht. Ja. So, also ihren Kanal werde ich euch verlinken. Da schaut mal bei ihr vorbei. Ihr seht ja, sie macht ja wirklich sehr schöne Sachen hier, ne? So, was haben wir denn da jetzt noch? Da haben wir, das hat sie auch selbst gemacht. Das muss ich aber auch mal auspacken, sonst können wir es nicht so schön erkennen. Hoppala. Einmal sowas. Voll cool, ne? Gerade hier so für Deko, für ein Album oder so. Finde ich richtig gut. Ist eine tolle Idee. Einmal dieses und dann hier mit diesem Bilderrahmen. Das gefällt mir auch sehr gut. Und hier so ein kleiner Schwan, das Grünchen. Ja. Ja, finde ich eine richtig gute Idee. Sehr, sehr schön. Und dann, das hat sie auch so toll verpackt hier. Wahnsinn. Huch. Boah, guckt mal hier. Ist das nicht geil? Entschuldigung. Hier mit diesem Tüll richtig cool verpackt. Richtig, richtig cool. Und da sind so Sticker drin. Die packe ich jetzt nicht aus Lederjahr, ne? Hier diese Küken. In verschiedenen Farben, gelb in grün und lila und rosa und blau. Voll süß.
Ja, voll süß sind die. Die gefallen mir aber wirklich gut. Und das finde ich der Hammer. Das finde ich richtig, ja, finde ich cool. Das und da sind noch mal Sticker. Ja, ihr hört's. Für Weihnachten. Shaker-Sticker, genau. Für Weihnachten. Das sind so Gläser. Die hole ich vielleicht mal raus. Die finde ich auch witzig. Ja, die gefallen mir wirklich sehr gut. Ja, sehr schön. Kann man auch immer gebrauchen. Da ist immer noch was drin, Mädels. Oh mein Gott, da ist auch ganz schön viel noch drin. Was haben wir hier? Das hat sie auch wieder so schön verpackt mit so einer tollen Schleife hier. Mega. Und das sind so, ja, man kann sich das auch in Blumenstöcke stecken. Das sind halt so Stecker aus dem Schaschlikspieß mit hier diesem Schneemann drauf. Das ist auch total süß. Schon für Weihnachten finde ich auch nicht, eigentlich gut. Ne? Es ist eigentlich noch ein bisschen weit hin, aber irgendwie geht die Zeit so schnell rum. Ach du heiliger Bimbam, was hast du denn da alles eingepackt? So, dann haben wir hier einen Block. Seht ihr, den habe ich gar nicht bekommen. Da zum Ausschneiden. Hier einfach kariert, das geht ja immer. Blumen gehen auch immer. Die Punkte. Ist auch süß. Ja, sehr schön, weil ich habe den Block damals nämlich nicht bekommen im Action. Ja, das ist cool. Sehr, sehr cool. Jetzt gehen wir mal dahin. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt hier noch zuerst rausholen soll. Was haben wir denn da noch? So, dann hat sie hier Tags. Die sind aber auch süß. Und so ein schönes Tütchen, das hat sie auch schön gemacht. Hat sie hier nochmal Washi-Tape drum geklebt. Und die sehen so aus mit Glitzer. Die sind auch toll. Und dazu das passende Band. Sehr, sehr schön. Und das braucht, kann man ja auch immer gebrauchen, ne? Eieiei. Dann, ach, so Diamantsticker. Die sind auch sehr schön. Die sind jetzt in so einem Blau, aber trotzdem blau-grün. Das ist ja auch, mag ich auch die Farbe. Und die gefallen mir auch sehr gut hier mit dem Herz und Happy, Fun, Today, Love, nochmal Love, Like. Merci, hello, wish. Also die sind wirklich toll. Ja, die sind sehr, sehr schön. Die gehen auch super, um im Album zu dekorieren. Sehr schön. Vielen, vielen lieben Dank. Und dann haben wir hier, was hat sie hier? Oh, okay, ein Stempelset. Schaut mal. Im Gesicht vor mir. Ich glaube, das könnt ihr so nicht erkennen. Ja? Wartet mal. So, jetzt. Gesichter. Das ist ja mal was ganz, ganz anderes. Und das hat sie auch total schön gemacht. Da hat sie nämlich hier unten so auch Konfetti reingemacht, noch in Luftballonform. Das finde ich auch eine gute Idee. Sehr schön. Ja, cool. Cool. Und dann ist da immer noch was drin. Hier auch wieder total schön verpackt. Hier auch wieder mit Bling Bling und dem Schwänchen.
Und da sind ganz viele Stanzteile drin, so wie das aussieht. Ja. Wie geht das auf? Das geht wahrscheinlich dann hier oben auf. Oh nee. Nee, ich denke, ihr könnt es so erkennen, oder? Also, obwohl ich bin ja auch neugierig. Hier unten geht es nämlich nicht auf. Ach, das ist ja jetzt gemein. Mal ja die schöne Deko oben ab. Mal gucken. Oh nein, oh, jetzt habe ich, das muss ich reparieren. Oh, das wollte ich nämlich eigentlich vermeiden, aber ich bin so neugierig. Ich schneide das jetzt mal hier auf. Da kann ich mir die Deko oben wieder dran kleben. Ach, warum muss mir das passieren? Und scheint nicht mein Tag heute. So. Wo ist der Schwan? Wo ist er hin? Das werde ich mir nämlich hier wieder dran kleben. Das klebe ich mir wieder hier dran und dann kann man das mich sogar noch mal benutzen. So, herrje, da ist aber wirklich auch sehr, sehr viel drin. Da, eine Zuckerstange, dann hier sowas. Ein Flamingo, eine Feder, dann haben wir so einen Anhänger drin und dann haben wir sowas da drin. Ja, es sind schon sehr, sehr schöne Sachen hier drin, muss ich jetzt mal sagen. Gefällt mir wirklich gut. Mal hier noch so was Kleines. Das packe ich mir dann wieder in ein Tütchen. Da, Sweet. Hier haben wir so einen Schmetterling. Und sowas. Und sowas. Dann haben wir hier so ein Einhorn. Und dann noch sowas. Hier diese großen Federn. Eine kleinere. Ja. Lamas. Ups. Und so dieses. Und der ist ja wohl auch total süß, oder? Und sowas. Dann haben wir hier einen Tannenbaum. Upsala. Und sowas. Und das ist ja auch mal der Hammer. Riesengroß, total cool. Und eine Weihnachtskugel. Dann hat sie hier noch so Kärtchen. Die sind ja auch total putzig. Und eine kleine Blume. Und dann so ein Fähnchen. Santa is on his way. Sehr auch süß. Ja, sehr, sehr schön. Das kann man auch immer gebrauchen, sowas. Richtig toll. Und dann ist jetzt noch was drin. Und das war es dann aber auch. Also es ist aber auch genug, ne? Ein prall gefüllter Loaded Envelope. Und da sind auch Stanzteile drin. Ui, meine Güte. Das ist dreimal Wonderful, heißt das. Ich packe es jetzt nicht aus. In schwarz, in so einem blau-weiß und gelb-weiß. Sehr, sehr schön. Dann
haben wir hier? Boah, das finde ich ja auch cool. Wo hast du die her? Die gefallen mir ja sehr, sehr gut. Ich mache die jetzt mal auf. Dann hat sie hier so verschiedene Rahmen. Oder hast du die selber ausgestanzt? Hast du so eine Stanze? Das wäre ja, das würde ich ja mal mega finden. Das musst du mir bitte mal sagen. Hast du so eine Stanze? Die gefällt mir nämlich richtig gut. Also da haben wir einmal dieses und dieses. Da sind so Federn drauf. Und dann so. Also die gefällt mir Hammer. Und dann einfarbig in Rot und Rosa und in Grün. Mega. Also das gefällt mir richtig, richtig gut. Und wofür? Ja, genau, für Alben. Also sehr schön. Und dann hat sie hier auch ganz viele Stanzteilchen noch drin. Na. Ein Adventkranz. Das finde ich auch putzig. Dann sowas. Dieses. Und dann haben wir hier einen Schlitten. Und den nochmal in Silber. Und in Blau haben wir nochmal. Mega, mega. Dann haben wir hier das nochmal in Rosa Metallic. Ich will hier gleich sortieren. Hammer, 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 Hammer. Den Schlitten haben wir dann auch nochmal in Rosa Metallic. Und nochmal hier in Blau. Dann haben wir diesen nochmal. Dann das. Das ist ja auch der Burner. Sehr cool. Sehr, sehr cool. Dann haben wir diese beiden. Sehr schön. Dann nochmal den Schlitten hier in dem Ton. Dann haben wir das. Das mache ich jetzt mal auf eine Hand. So. Richtig cool. Ich bin ja eher so stanzfaul, deswegen ich finde das richtig gut, dass ich so Stanzteile bekommen habe. Weil ja, ich habe zwar die Gemini, aber ich bin trotzdem stanzfaul. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Dann haben wir hier noch einen Tannenbaum und eine Kerze nochmal. Und die noch einen Tannenbaum. Richtig toll. Und den Schneemann. Das nochmal. Und dann das hier. Und das ist auch richtig, richtig toll. Ja. Sehr, sehr schön. Da habe ich auch gleich ein bisschen was für Weihnachten. Das kommt auch sehr gelegen. Packe ich mir jetzt auch gleich wieder ein. Ups. So, und dann, das ist das Letzte. Und das, wenn ich das jetzt schon sehe, gefällt mir natürlich auch schon mal richtig gut. Das sind, das Tütchen ist kaputt, ganz viele Umschläge. In allen möglichen Farben, finde ich ja echt mega. In einfarbig. Oder so in bunt. Also das ist ja auch mal cool. Damit kann man echt gut die Reste verwerten, ne? So. Und so. Wahnsinn.
Und dann so. Ja, das gefällt mir auch. Hier nochmal ein einfarbiger. Also jede Menge Umschlägchen. Und dann, ah, cool. Dann hat sie hier diese Gläser. Das ist doch vom Action, oder? Die Stanze. Hat sie auch an einfarbig gemacht. Oder halt auch in bunt. Ja, mega. Sehr schön. Und dann hier sogar mit Glitzer. Ja, ein sehr, sehr schöner Gewinn. Und liebe Angela, ich kann damit was anfangen. Ja. Also mir gefällt wirklich alles sehr, sehr gut. Alles. Also es gibt jetzt nicht ein Teil, was mir nicht gefällt. Nee, mir gefällt wirklich alles. Und ich freue mich auch immer noch, dass ich gewonnen habe. Ja, Wahnsinn. Und hier müsstest, hier sagt mir doch wirklich mal Bescheid, ob das eine Stanze ist. Das gefällt mir nämlich echt gut. Ja, ihr Lieben, hier seht ihr nochmal meinen tollen Gewinn. Und ich bin schon gespannt, was ihr dazu sagt. Ob das euch genauso gut gefällt wie mir. Ich werde mir das dann jetzt, bevor ich es wegräume, nochmal alles schön anschauen. Und dann ein Plätzchen dafür suchen. Ja. Ja, dann würde ich sagen, ja, das war's. Ich hoffe, euch hat mein Video gefallen. Ich hoffe natürlich, dass ihr beim nächsten Video auch wieder mit dabei seid. Und bis dahin wünsche ich euch natürlich wie immer eine schöne und kreative Zeit. Passt auf euch auf, bleibt gesund. Ja, und jeder, der mich noch nicht abonniert hat, der darf das sehr gerne tun. Also, bis dahin. Tschüssi, euer Mine Minchen.